Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Tutorial Minecraft. Nach einer kleinen sinnlosen Folge mit der Moon-Maschine ist heute mal wieder etwas Sinnvolleres dran, weil ich stelle euch einen kleinen Block-Update, ein kleines Block-Update vor, oder auch BOD-Switch genannt. Ja, was kann das genau? Ich gehe jetzt mal vorher ganz kurz zu meinem Level anzeigen. Ich muss eigentlich gar nicht hingehen. Für mich ist es Level 3 eigentlich, also sich ist es ziemlich einfach zu bauen, aber ein bisschen schwerer zu verstehen. Also es bewegt sich so bei Level 3 eher. Ja, was kann dieses Block-Update genau? Immer wenn ich einen Block hinsetze oder Wasser, irgendeine Veränderung bei den Pisten durchführe, aktiviert es sich und es geht an. Ich muss wieder resetten. Oder wenn ich Wasser hinsetze, aktiviert es sich ebenfalls. Das gleiche gilt auch bei Lava. Ich zeige mal ganz kurz hinten die Technik. Eigentlich ist es nicht viel und ich werde es jetzt einfach mal nachbauen. Hinten, ich hatte nur einen T-Flip-Flop gebaut, das ist jetzt nicht nötig, damit das Signal dauerhaft ist. Ja, ich fliege jetzt mal ganz kurz rüber und baue das Ganze mal nach. An sich ist dieser BOD-Switch ziemlich cool, um Freunde damit zu veräppeln oder auf Multiplayer-Server einen kleinen Geheimgang zu bauen. Ja, wie funktioniert das? So, stellt erstmal so, dann einen Sticky Pisten hier hin. Dann muss hier drüber, also erstmal hier noch einer hin, dann ein Loch in den Boden und eine Redstone-Fackel reinstellen. Dann hier noch, hier, 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 so. Dann eine Redstone-Fackel hier rein. Dann ein Repeater hier hin und ein Redstone da oben drauf. Das ist es doch schon. Gut, dann haben wir hier die Linie legen, wofür man es haben will und man ist fertig. So, aber wieso ist denn jetzt das Signal dauerhaft? Ich habe doch alles richtig gemacht. Nein, es ist ein Tick falsch. Dieser Redstone-Strang muss hierher gehen. Hierher. Weil es funktioniert so, sonst ist das Signal dauerhaft, wenn man ein Block-Update macht. Aber wenn das Redstone hierhin geht, wird es nach vorne gestoben. Die Redstone-Fackel leitet das Signal hier wieder weiter dran. Und das macht diese Redstone-Fackel wieder aus und das Signal geht wieder zurück. Quasi, dass es nur ganz kurz ist, sonst ist es dauerhaft. Deswegen habe ich einen T-Flip-Flop eingebaut. Baue ich nochmal direkt dazu. Damit das Signal für mich dauerhaft ist. Damit kann ich zum Beispiel dann eine Tür öffnen. Das mache ich jetzt einfach mal. So. Gut, jetzt mache ich einfach mal ein Block-Update. So, Signal war nur kurz, hat sich nicht festgemacht, aber ich habe hier ein dauerhaftes Signal zustande bekommen. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel eine Tür offen halten. Das mache ich jetzt mal. Ja, das brauche ich nicht gerade. Einfach hier ist die Tür. So. Das Ganze resette ich kurz noch. Deswegen sollte man immer einen Reset-Knopf haben dabei. Wenn ich jetzt ein Block-Update... Oh, die Tür steht nicht richtig. So. Oder auch nicht, warte. Ich mache jetzt einfach so. Wenn ich jetzt ein Block-Update mache, muss kurz resetten. So. Wieso geht die Tür nicht auf? Irgendwie... Ach, ich mache mal einen ganz geraden Strang hier dran. So. Ich mache es kurz noch aus vorher. Ah, so, jetzt endlich. So, wenn ich das Ganze jetzt wieder resette. So, und dann ein Block-Update mache. Bleibt die Tür auch dauerhaft auf. Ich gehe jetzt in mein Haus. So, jetzt bin ich meinen Geheimgang gegangen. Dann resette ich das wieder und keiner sieht es. Man kann das auch natürlich ziemlich gut verstecken in der Wildnis, sowas. Man kann zum Beispiel ein kleines Loch machen, so zum Beispiel. Und da dann irgendwie... Ich mach's mal ganz kurz so hier. Eine Piste reinsetzen, dann immer nur so... heimlich Wasser reintun oder sowas. Also man kann da eigentlich ziemlich viele Sachen machen. Das ist ziemlich cool. Es gibt natürlich noch andere Arten von Block-Update, aber ich finde, das ist das einfachste und umständlichste zu bauen. Ja, falls es noch Fragen gibt, wieso es nicht funktioniert oder so, könnt ihr sie gerne stellen. Ja, das war es eigentlich für heute damit. Ja, ich werde demnächst auch erstmal hier nichts hier bauen, wie ihr seht, weil ich bin ja gerade, ich habe ja schon eine neue Welt für mich erstellt, die komplett aus Wolle ist, damit ich endlich nicht mehr diesen behinderten Boden habe. Und ja, ich stelle nur noch eine Maschine vor, die ist dort und dann ist diese Welt schon durch. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.